Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Video. Und es ist endlich soweit, der Lego Harry Potter Adventskalender ist draußen. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, jetzt über Adventskalender nachzudenken. Ich habe allerdings gedacht, ich wollte den gerne so früh wie möglich hier haben und euch vorstellen, damit ihr auch euch vorbereiten könnt und eine Idee habt, was in diesem Adventskalender denn so drin ist. An der Stelle möchte ich jetzt auch schon mal eine Warnung rausgeben. Das Ganze wird hier natürlich Spoiler enthalten. Ich werde diesen Kalender komplett öffnen. Ich werde die einzelnen Türchen auch öffnen und genau zeigen, was an welchem Tag drin ist oder generell, was dieser Kalender so enthält. Das heißt, wenn ihr noch überrascht werden wollt, also im Dezember, wenn ihr euch den Kalender selber kaufen möchtet, dann solltet ihr das Video vielleicht nicht unbedingt weiterschauen. Der Kalender kostet, wie es aussieht, 24,99 €, ist seit kurzem, jetzt seit 2 Tagen, auf Amazon verfügbar und man kann ihn dort tatsächlich dann auch erwerben. Und das habe ich gemacht und dort kam er jetzt auch ganz fix an. Und wir haben hier natürlich auch schon 3 Minifiguren, die wir hier sehen können. Eine vierte befindet sich auch vorne drauf, nee, vorne drauf gar nicht, aber zumindest hier oben, da sind die 4 Figuren. Hier haben wir einmal Dumbledore, wir haben natürlich Harry und Ron. Und wen hatten wir denn hier hinten noch? Genau, Hermine ist auch noch mit dabei. Da wir alles Weitere nur erfahren, wenn wir auch den Kalender öffnen, würde ich sagen, wir machen uns jetzt einfach mal dran und schneiden die beiden Tapes durch, die das Ganze hier so ein bisschen verschlossen halten. Nicht die falschen Tapes durchschneiden, weil dann hat man hinten den Kalender geöffnet. Das wäre jetzt auch ein bisschen doof. Und wir falten das Ganze mal auf. Oh, ist das schick. Oh, wir haben hier süße, niedliche Schneespuren hier in eckiger Form. Das ist ja auch sehr, sehr cool gemacht. Und hier hinten natürlich unseren typischen Adventskalender mit ein bisschen Schneefall und natürlich dem Hogwarts-Gebäude im Hintergrund. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Öffnen der Türen. Bereits am ersten Tag beginnen wir mit einer wunderbaren Figur. Und zwar haben wir hier Harry Potter mit dem Weihnachtspulli. Und das haben wir bisher noch nie gehabt und ist somit komplett exklusiv und nur in diesem Adventskalender erhältlich. Wir haben hier einen wunderschönen Pulli mit dem Haar hier drauf gestrickt von Rons Eltern. Und auf der Rückseite auch noch ein paar Details hier von einem typischen Pulli. Hier unten noch so ein kleiner Saum, der hier rausguckt. Und natürlich, er guckt ziemlich freundlich. Auf der Rückseite hat er dann aber sein typisches, ja, erschrockenes Gesicht. In Türchen Nummer 2 finden wir ein paar rote und schwarze Steine, mit denen wir den wunderbaren Hogwarts Express bauen können. Das Ganze ist so in niedlichen Mikrofiguren-Maßstab gebaut, das heißt, vermutlich lässt sich das Ganze auch schön in das große Microscale Hogwarts einbauen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Hier vorne die neuen gerundeten Teile, alles in einem sehr, sehr schön und er lässt sich hier natürlich auch biegen, also hat seinen tollen Kohlewagen hier hinten mit dabei. Am dritten Tag gibt es so ein paar weiße und grüne Bäume dazu. Also das sind so natürlich normale Weihnachtsbäume, die mit Schnee befallen sind. Obendrauf gibt es einen schönen Stern, der leuchtet dann vor sich hin in einem schönen Pearl Gold. Und weil das natürlich noch nicht genug ist, gibt es am vierten Tag dann einen sehr, sehr großen und mit Steinen gebauten Weihnachtsbaum. Der ist so mit der Snot-Technik gebaut. Der ist auch ziemlich, ziemlich cool, wirkt dann natürlich ziemlich riesig hingegen zu den kleinen Weihnachtsbäumen, hat natürlich dann obendrauf auch einen Stern mit dabei. Im Türchen Nummer 5 finden wir den ersten von 4 wunderbaren Fahnenaufhängern. Und zwar ist das hier in diesem Fall Gryffindor. Und in den folgenden werden wir dann natürlich auch noch die anderen Häuser bestaunen dürfen. Als nächstes haben wir die wunderbare Professor McGonagall. Und sie tatsächlich ist nicht exklusiv. Das heißt, sie haben wir bereits bekommen in der großen Halle in der letzten Welle, also in der ersten Welle. Allerdings ohne dieses Gesicht. Also hier auf der Rückseite befindet sich kein zweites Gesicht und in dem, ja, Hogwarts-Set, also in der großen Halle, hatte sie noch ein etwas, ja, grimmiges Gesicht, würde ich mal sagen. Türchen Nummer 7 und Türchen Nummer 8 bringen dann ein bisschen Leben in die große Halle von Hogwarts. Und zwar haben wir hier zum einen den Tisch mit 2 wunderbaren goldenen Bechern und ein wenig was zum Essen, was man auch noch dabei hat, also mit so ein paar Eiskugeln. Ich weiß jetzt nicht, was das sein soll, ob es da irgendwas gab, mit einer Schüssel hier mit dabei und natürlich ein riesiger großer Truthahn, den wir bereits in der ersten Essensszene von Hogwarts sehen können. Wie bereits angekündigt, werden sich in diesem Adventskalender noch weitere Fahnenhalter befinden. In diesem Falle haben wir hier den von Slytherin in einem wunderschönen Grün und Silber. Und damit bahnt sich an Tag 10 schon die nächste absolut exklusive Minifigur an. Und zwar ist das Ron in demselben Weihnachtspulli. Diesmal natürlich mit einem R hier drauf gedruckt und in dunkelrot, was ich auch sehr, sehr, sehr cool finde. Und das passt natürlich auch perfekt zu unserem Harry dazu, also wenn wir die beiden mal nebeneinander stellen, das sieht einfach nur klasse aus. Auch der Pulli kommt natürlich von seinen Eltern und war zu Weihnachten, zum ersten wunderbaren Weihnachten, deswegen grinst er auch so schön, hat auf der Rückseite ein etwas erschrockenes Gesicht und natürlich ein paar Details hier noch auf dem Torso.
Türchen Nummer 11 und 12 erweitern dann unsere große Halle, zumindest die Einrichtung davon. Wir haben hier wieder einen wunderbaren Tisch im gleichen Baustil, diesmal mit einer Kerze oben drauf, mit einem Kerzenhalter, also perfekt gebaut für Harry, um durch die Gänge zu streifen. Und wir haben hier ein bisschen Accessories mit zwei wunderbaren goldenen Bechern, wo wir ja auch schon zwei haben. Ein Croissant ist mit dabei, zwei kleine Küchlein, wieder eine Platte und ein Kuchen, so ein Cremetörtchen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es diese Farbe schon mal gab. Das ist nämlich kein Weiß, das ist so ein, ja, Creme in dem Fall. Und ja, das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder ob es das wirklich in irgendeinem Set schon mal gab. Und weil es ja jetzt auch schon verdammt lange her ist, dass wir den letzten Fahnenhalter hatten, haben wir hier den von Ravenclaw. Das Ganze kommt hier in einem wunderschönen Blau und einem Silberton. Und ich kann ja nochmal erwähnen, hier unten gibt es so einen schönen Standfuß in Schwarz, wo man das Ganze dann auch schön drauf platzieren kann. Dass dieser Kalender vollgepackt ist mit absolut exklusiven Minifiguren, beweist auch das nächste Türchen. Und zwar haben wir hier Hermine mit drin, mit einem wunderschönen Torso-Print hier drauf. Wir können uns das mal angucken. Das ist noch der Schal aus dem ersten Film, also aus den ersten Filmen, wo die Streifen noch etwas dicker waren und nicht so gelbe, dünne Streifen auf einem roten Untergrund. Finde ich super, super cool. Auch das Ganze hier zusammengebunden in der Mitte. Absolut klasse. Sie grinst hier oben auch so schön, so ein bisschen smilehaft, so wie sie im Zug auch gucken würde. Hat dann auf der Rückseite ein etwas erschrockenes Gesicht und natürlich auch noch ein paar Details hier auf dem Torso. Man kann das nächste natürlich nun auch als Minifigur ansehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der beste Plan ist. Auf jeden Fall haben wir hier einen wunderschönen Schneemann und der ist auch ziemlich niedlich gelungen. Das ist nämlich so ein typischer, ja, Harry Potter Schneemann, wie ihn dann Harry wahrscheinlich auch bauen würde. Hier haben wir zum einen den Schal, den es ja in den Jago-Movie schon des Öfteren gab, und hier oben den Hut von McGonagall. Und das finde ich einfach super, super cool. Als nächstes haben wir das Schachbrett aus der Stein der Weisen, auch natürlich in einem wunderschönen Microscale gebaut. Wir haben ja das eine schon gehabt in dem großen Hogwarts, also in dem Microscale Groß Hogwarts. Da war ja auch so ein kleines Schachbrett mit drin. Das hier ist ein wenig kleiner, hat aber trotzdem sehr, sehr coole Brick-Build-Figuren mit dabei und jeweils natürlich den König in dem Fall, nee, oder ist es die Dame, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall die auch als Microfiguren mit dabei. Und wir beenden unsere Reise durch die Hogwarts-Häuser mit Hufflepuff, die hier auch natürlich mit einem wunderschönen Fahnenständer kommen, diesmal in Schwarz und Gelb gehalten. Damit ist es dann, finde ich, auch mal wieder Zeit für eine neue Minifigur. Und in diesem Falle haben wir Professor Filius Flitwick, diesmal sogar in einem absolut exklusiven Outfit. Und das ist tatsächlich neu. Wir haben natürlich die Harry Potter Serie, wo er auch mit drin ist. Also da hatte er, glaube ich, noch so ein graues Cape da drüber an oder schwarz oder so. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Diesmal sieht es ein bisschen pinguinhafter aus, tatsächlich hier mit seiner Schleife mit dabei. Und auf der Rückseite haben wir natürlich auch das zweite Gesicht. Das guckt auch so ein bisschen erschrockener, haben natürlich auch ein bisschen Torso-Printing auf der Rückseite, auf der Front natürlich auch, und er hat auch einen Zauberstab mit dabei. Um die große Halle in Hogwarts nahezu zu komplettieren, haben wir nun den wunderbaren Kamin mit dabei, der ja in den Filmen des Öfteren mal auftaucht. Das ist natürlich jetzt eine etwas kleinere Version, aber ich finde, sie tut ihren Job absolut. Vor allem die Details hier mit diesem gerundeten und diesen Ornamenten an den Seiten finde ich absolut klasse. Und dass hier oben ein Weihnachtskranz hängt, rundet das Ganze einfach ab. Hier unten brennt sogar ein kleines Feuerchen. In Tag Nummer 20 befindet sich dann ein wunderschönes kleines Podest und das hat rundherum ein paar wunderschöne Tiles, die diesmal bedruckt sind mit den Häusern. Und das ist das absolute Highlight, mit Highlight in diesem Adventskalender, dass wir diese wunderschönen Tiles mit drin haben. Weil wir hatten natürlich in dem großen Hogwarts schon diese Tiles mit drin, da waren es allerdings Sticker. Und diesmal haben wir sie bedruckt und ich finde das absolut klasse. Und ich weiß, dass ich mir diese Tiles hier abmachen werde und zu meinen Minifiguren packen werde, weil die sehen einfach viel, viel cooler aus als Sticker. Weil das Ganze aber doch ein bisschen leer aussieht, müssen wir den Tag Nummer 21 gleich mit öffnen und haben dort eine wunderschöne goldene Statue mit drin, die wir dann darauf stellen können. Sie hat auch noch ein kleines Extra mit dabei, wie sie das jetzt, ich weiß nicht, ob sie das hier einfach in der Hand hält. Ich bin mir selber nicht sicher, wer das ist, welche Minifigur das ist und was diese Teile, die er in der Hand hat, zu bedeuten haben. Falls irgendjemand von euch das weiß, darf er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ich allerdings ziemlich cool finde, ist, dass es eine monochrome goldene Figur ist, die wir bisher nur in City gehabt haben und dass sie einen Bart von Vitruvius hat und der nun auch komplett golden vorhanden ist.
Wir neigen uns langsam dem letzten Tag, also Heiligabend, zu. Und diesmal haben wir hier ein paar Geschenke, damit wir die natürlich auch unter den Weihnachtsbaum in Tag Nummer 4 legen können. Und wir haben natürlich hier die vier Farben von den vier Häusern mal wieder. Finde ich absolut klasse. In diesem Falle hier natürlich dann Slytherin. Hier haben wir Hufflepuff. Und Ravenclaw und Gryffindor haben tatsächlich kleine Briefe mit dabei, die meiner Meinung nach sogar neu sind. Also komplettes neues Teil. Sowohl Teil als auch Teil. Und die finde ich absolut klasse und die finde ich sogar noch ein bisschen schöner als die Briefe, die wir bisher so hatten. Der vorletzte Tag, also Tag Nummer 23, bringt uns die Figur von Albus Dumbledore. Diesmal auch wieder in dem Outfit, wie wir ihn schon bereits in der großen Halle bekommen haben. Diesmal allerdings komplett gleich. Also es ist nicht wie bei McGonagall, wo jetzt ein Gesicht fehlte. Diesmal sind beide Gesichter vorhanden, auch auf der Rückseite hier dieses. Und auch der Torso-Print ist absolut gleich. Ich habe es eben nochmal abgeglichen. Und ich finde die Figur einfach wunderschön. Freue mich, dass sie jetzt hier mit drin ist für alle Leute, die eben ja, die große Halle einfach verpasst haben. Und wer sich jetzt denkt, ja, die großen und coolen Sachen waren ja eigentlich alle schon, was kann denn jetzt noch Cooles kommen? Für den habe ich die Antwort. Und zwar haben wir jetzt ein paar Accessories, die mitkommen. Und ich lege ganz bewusst das Teil hier hinten mal ein bisschen andersrum hin. Zum einen haben wir das Buch mit Witch, Zauberspruch zum Federfliegen lassen, Switch and Flick. Ich glaube, so hieß das. Dann natürlich zwei Zauberstäbe, die sollen auch tatsächlich laut Anleitung einfach zusammengelassen werden und dann einzeln benutzt werden. Dann haben wir eine Truhe mit Hedwig obendrauf und einer Schokolade. Das finde ich auch ziemlich cool. Da ist jetzt nichts drinnen. Und absolut klasse, also das ist quasi das Einkaufskit von Harry. Und wir haben zum ersten und einzigen Mal einen offiziellen Hogwarts-Brief, also eine offizielle Hogwarts-Einladung, die Harry bekommt. Hier steht das natürlich auch drauf, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, Dear Mr. Potter, und das den ganzen Text hier runter unterschrieben mit Miss McGonagall oder Professor McGonagall. Ich möchte übrigens an dieser Stelle gerne noch einmal kurz erwähnen, wie unfassbar viele Ersatzteile in diesem Dings enthalten sind, weil natürlich jede Tüte dann ihre einzelnen kleinen Mini-Ersatzteile hat. Alles in allem muss ich sagen, gefällt mir dieser Adventskalender absolut gut und er ist für mich so ein bisschen so ein persönlicher Ersatz für den Hobbit-Adventskalender, den sich damals jeder gewünscht hat und den wir dann nie bekommen haben leider. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass von Harry Potter jetzt mindestens was rauskam und wir diesen Adventskalender hier ja, genießen können. Preislich finde ich ihn auch absolut in Ordnung. Ich meine, wir haben vier exklusive Minifiguren mit dabei und zwei, die sonst auch nur in einem 100-Euro-Set vorhanden sind. Ansonsten würde ich sagen, danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Mein Name ist Patrick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.